Und willkommen mit zurück mittlerweile zu Tomb Raider Relics of Power Part 3. Wir sind in den Shores of Egypt und ich weiß nicht, was Shores sind. Das ist schon wieder peinlich. Peinlich, peinlich, peinlich. Es ist mir relativ egal. Nee, ich guck's jetzt nach. Was sind denn Shores? Shores of Egypt. Es interessiert mich jetzt mal ein bisschen. Shores. Shores. Ägypten ist ja klar. Die Gewässer von Ägypten vielleicht, Shores? Oder die Landstriche von Ägypten? Die Inseln? Ich weiß es nicht. Ufer. Shores heißt Ufer. Das Ufer von Ägypten. Ist das nicht wunderschön? Herrlich, oder? Gut, dann sind wir jetzt in den Ufers von Ägypten und holen uns in den Ufers von Ägypten schon mal das erste Sekret, beziehungsweise Secret. Und wollen nicht wieder darunter rutschen. So, diesmal machen wir das ein bisschen schlauer als das letzte Mal. Aber auch so funktioniert es nicht. Gut, wir müssen jetzt erstmal probieren, überhaupt in diesen Kriegsschacht reinzukommen. Das ist schon mal die erste Schwierigkeit hier. Aber so geht's. Man muss sich einfach fallen lassen. So, diesen Vorwärts-Move kann Lara in diesem Spiel leider nicht. Den finde ich nämlich immer so praktisch. Und da hört es bling bling, ein Secret. Und da ist Uzi-Munition. In der Hoffnung, dass wir die Uzi auch irgendwann finden werden. Gut, dann hätten wir Secret 1 von 12 schon mal. Das ist doch schon mal ein Zwölftel. Und das ist doch gar nicht so schlecht. Für den Anfang. So. Okay, dann hätten wir das schon mal erledigt. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt doch erst noch mal im Cockpit um. Weil es interessiert mich jetzt mal, ob wir da dann vielleicht irgendwas einsetzen müssen. Oder ob da ein Hebel drin ist. Oder was auch immer uns dieses Cockpit bringt. Was wir damit machen können und so. Also, nicht da rein runterfallen. Gut. Ich dachte schon, Lara fällt jetzt schon wieder da runter oder rutscht runter. Und das ist das Cockpit. Und hier hinten drin, da geht's tief rein. Das gucken wir uns gleich mal an. Aber erstmal das Cockpit. Und wie ich mir schon dachte, müssen hier wahrscheinlich wieder zwei Schlüssel rein. Genau. Die das Flugzeug geflogen haben, sind entweder abgehauen oder irgendwie schon verwest. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind keine menschlichen Überreste da. Und jetzt gehen wir mal hier runter. Okay, das ist zu. Da werden wir wahrscheinlich nicht durchkommen. Aber hier ist eine Tür. Und da ist auch dieses Panzerding, mit dem wir dann wahrscheinlich schießen können. Und die MP liegt da hinten drin. Seht ihr es? Die gönnen wir uns dann natürlich auch so schnell wie es geht. Aber dafür müssen wir erstmal die zwei Schlüssel finden. Das ist die erste Aufgabe und deswegen müssen wir hier wieder raus. Raus mit uns, Lara. Aus diesem Cockpit. Beziehungsweise Flugzeug generell, weil das Cockpit ist ja nur da vorne drin. Und ich denke mal, wenn wir jetzt hier hochspringen, jawohl, kommen wir auch wieder raus. Gut. Das Flugzeug ist echt richtig krüppelig, wenn man sich das mal anguckt. Dass das abgestürzt ist, bei der Form ist kein Wunder. Also ich finde, vorne ist es ja ganz okay. Das sieht relativ echt aus. Also es geht noch, gerade so. Und die Flügel, naja, die sind auch schon ein bisschen mickrig und komisch. Aber das Hinterteil, das sieht echt komisch aus. Mit diesem Schwanz hier hinten. Und diesem ungleichmäßigen Hinterteil. Obwohl da ja auch schon einiges abgebrochen ist und es ist ja ein Flugzeugwrack, also muss es ja auch nicht mehr so schön aussehen. Gut, lassen wir das Wrack sein und gehen jetzt erstmal ins Wasser, weil da haben wir eine Luke geöffnet und die wird uns weiterbringen. Und das machen wir jetzt als allererstes. Also einen schönen Körper ins Wasser und hier reintauchen. Und Hintergrundgeräusch und Umgebungswechsel. Das ist wie im Küstendorf, die eine Stelle mit den Krokodilen. Also man sieht wirklich, dass C94 das die Südseeinseln von Tomb Raider 3 für dieses Level ziemlich zu Herzen genommen hat. Und jetzt werden wir uns erstmal um die Krokodile kümmern.
Stirb, 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 stirb. Bluten tut's ja schon mal. Und das andere kriegen wir sogar auch von hier oben. Finde ich sehr gut. So, ups, nicht ins Wasser fallen, Lara. Schnell wieder hoch. Schnell hoch und raus. Gut. Gut. Sehr gut. Kannst du mal ein bisschen nach rechts schwimmen, dass ich dich auch abschießen kann? Danke. Du bist auf jeden Fall schlauer als dein Krokodilfreund, der mittlerweile gestorben ist. Aber der lässt sich nicht abknallen hier. Komm, jetzt schwimm mal ein bisschen hier rüber. Ich will dich jetzt abschießen. Das Krokodil nervt, Leute. Es nervt wirklich. Gut, dann gucken wir in dem Zusammenhang schon mal ein bisschen das Wasser ab, ob hier was rumliegt. So Harpunenpfeile oder so. Aber das sieht mir ehrlich gesagt eher nicht so aus. Das war ein Krokodil. Doch, da liegt Schrotmunition. Die nehmen wir uns natürlich schnell mit. Bevor uns das Krokodil einholt und frisst. Und Fackeln. Aber erst kümmern wir uns um das Krokodil, bevor wir das Zeug aufheben. Weil da können wir nämlich viel stressfreier arbeiten. Also schnell hier raus. Waffen raus und schießen. Wo ist es denn jetzt schon wieder hin? Das gibt's doch nicht. Da unten ist es schon wieder. Das Krokodil ist echt anstrengend. Komm, jetzt schon mal ein bisschen hier weg. Ich will dich jetzt abknallen. Auf geht's. Los. Das Krokodil ist nicht blöd. Aber wir sind auch nicht blöd. Deswegen stellen wir uns jetzt hier auf die Seite. Und schießen es von hier ab. Jawohl. Und? Ja, jetzt schwimmt es in die richtige Richtung. Und stirb. Gut, das hätten wir erledigt. Und da würde ich sagen, holen wir uns nochmal das Fackelpaket hier unten in der Ecke ab. Was wir gerade nicht aufheben konnten wegen diesem nervigen Krokodil. Tauchen jetzt hier gerade nochmal den Rand ein bisschen ab. Aber das sieht alles ganz ertragsschwach aus. Oder wie sagt man das denn? Es gibt ja ertragsreich. Und da gibt es auch bestimmt ertragsarm dann. Reich und arm sind ja die Gegensätze. Dann ist das hier unten da Wasser ein bisschen, bis auf die Schrotmunition und die Fackeln, ziemlich ertragsarm. Aber auch immerhin, zwei Sachen unter Wasser sind doch auch gut. Auf jeden Fall besser als die ganzen Harpunenpfeile von Tomb Raider 3 im Küstendorf. Weil ich hasse die Harpune. Wirklich, ich hasse die Harpune. Deswegen hat C94 die wahrscheinlich bis jetzt auch weggelassen. Und jetzt hangeln wir erstmal hier rüber. Das ist jetzt so eine kleine Kletterpartie. Erinnert auch ein bisschen an das Küstendorf von Tomb Raider 3. Diese eine Stelle da in der Höhle, ziemlich am Anfang. Bevor man die Schlangensteine sucht, wo man dann oben bei diesem Wasserfall rauskommt. Und ja. Das scheint ein Ausgang zu sein. Und hier werden wir wahrscheinlich jetzt wieder langhangeln können. Und wo kommen wir dann hin? Da drüben auf diese Steinbrücke, denke ich jetzt mal. Da können wir wahrscheinlich dann irgendwie darüber laufen oder so. Okay. Speichern wir es mal ab. Weil es sieht ja bisher ganz sinnvoll aus, alles. Oh! Ich habe gerade aus Versehen nur die leere Taste gedrückt und dass jetzt das Vieh kommt, habe ich gar nicht gesehen. Voll instinktiv und im Unterbewusstsein wahrscheinlich die Taste gedrückt. Oder es war wirklich aus Versehen draufgekommen. Naja, Sachen gibt es, die gibt es nicht. Da sind Spieße. Gehen wir mal hier rein. Hier kann man hoch. Draußen die Hangelstrecke habe ich gesehen, aber wir werden jetzt erstmal hier hochklettern. Wenn wir überhaupt da hochkommen, das ist natürlich die nächste Frage. So. Und Desert Eagle Munition, wie geil ist das denn? So viele geile Munition, aber leider keine Waffen dazu. Das ist natürlich schlecht. Jetzt also hoffentlich, oder die können vielleicht auch gar nicht vergiften. Weil bis jetzt haben die mich noch nicht vergiftet, die Viecher. Bis jetzt sind wir gut davon gekommen.
Sonst sprühen die ja immer dieses gelbe Gift. Aber das haben die bis jetzt noch nicht getan. Vielleicht sind die hier bei Seed 94 nicht so giftig. Das wäre ja gar nicht schlecht. So, wo sind wir denn jetzt gelandet? Eine Etage weiter oben. Und das bringt uns einfach mal nichts, weil hier die Tür noch verschlossen ist. Das heißt, wir haben gerade mal den falschen Weg eingeschlagen. Aber dann gehen wir halt wieder hier runter. Mist. Egal, dann gehen wir halt so den Weg zurück. Und müssen dann wahrscheinlich jetzt mal einen Schalter oder Hebel suchen, der dann irgendwie uns diese Tür öffnet. Dafür werden wir jetzt hier langhangeln. Och, Lara. Du hast schon wieder drauf. Ich merk's. Das ist schon wieder genau dein Tag heute. Ich frag mich gerade, wer die Fackeln da mal anzündet. Naja. Tomb Raider halt. So, hier kann man hochklettern und das bringt uns... Weiß ich nicht. Wir klettern einfach mal hoch und gucken, was uns das bringt. Oh, wir können nach rechts hangeln. Das ist gut. Da kommen wir nämlich noch ein Stückchen höher. Und vielleicht ist hier oben auch irgendwo dieser Hebel bzw. Schalter. Das könnte natürlich sein. Aber nee, hier ist erstmal eine Hangelstrecke. Und dann hangeln wir nochmal ganz über das Gewässer drüber. Wenn Lara fällt, ist das nicht schlimm, dann landet sie im Wasser. Obwohl das in Wirklichkeit auch weh tut, aber Lara tut das nicht weh. Die ist da knallhart. Die kennt da nix. Und dann würde ich sagen, rutschen wir mal hier runter. Okay, jetzt kommen wir hier raus aus der ganzen Geschichte. Aber hä, das ist doch der Ausgang von vorhin. Also ich glaube, das war jetzt nicht richtig. Also das war jetzt definitiv nicht richtig. Weil wir haben ja hier drin noch nicht alles erledigt. Das heißt, wir werden uns hier nochmal etwas umschauen dürfen. Rechts hangeln geht nicht. Links hangeln geht auch nicht. Ah, boah, da links sehe ich etwas, aber das könnte auch diese Brücke da sein, ja. Gut, mir fehlt jetzt eindeutig ein Hebel. Also wir haben irgendwas falsch gemacht. Also erstmal hier, bleibst du stehen, Mensch. Die Lara, die bringt mich schon wieder hier fast zum Verzweifeln. So, hier rüber springen. Oder auch nicht. Dann machen wir das Ganze mal so aus der letzten Ecke. Und bleiben stehen. Wunderbare Punktlandung, Lara. Da oben war die Tür. Jetzt müssen wir uns halt überlegen, wo müssen wir hin. Aber ich habe schon eine Idee. Und zwar sind wir das letzte Mal hier lang gehangelt. Und wir müssten vielleicht von hier aus irgendwie erstmal darüber. Das könnte ich mir vorstellen. Aua. Oder brauchen wir da auch einen Hebel, der das Ganze... Wir sind noch nicht einmal gestorben, habt ihr es gemerkt gerade? Ne, vielleicht brauchen wir einfach auch wieder einen Hebel, der die Spieße wegmacht. Das könnte natürlich auch sein. Aber wir probieren jetzt gerade erstmal so weit wie möglich zu springen und es geht. Sehr gut. Das ist schon mal okay, aber... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob uns das viel bringen wird, weil da nur Sachen drin liegen. Ein Secret, immerhin. Immerhin ein Secret, mehr will ich doch gar nicht. Damit bin ich zufrieden. Auch wenn wir nicht weiterkommen, ein Secret, das ist doch immer gut. So. Speichern. Gut. Hier hoch. Ja, und jetzt bin ich wieder bei demselben Problem, an dem ich vorhin schon stande. Und zwar was tun. Ich könnte mir vorstellen, dass wir unter Wasser einen Hebel übersehen haben. Das könnte ich mir vorstellen. Also tauchen wir mal das Wasser ab. Das wäre jetzt so eine Idee, die ich noch hätte.
Das ist nämlich immer schwierig. Ich übersehe sehr, sehr gerne so Unterwasserhebel, weil die auch so gut getarnt sind an dieser Wand immer. Also man sieht die immer kaum. Deswegen könnte es durchaus sein. Aber im Moment sehe ich jetzt hier nichts. Oder habe ich schon übersehen? Weil das ist halt immer schwierig auf dieser grauen Textur einen grauen Hebel zu sehen. Das ist immer ein bisschen schwierig, finde ich. Aber wir müssen erstmal Luft holen. Wir brauchen Luft, das ist jetzt das Allerwichtigste, sonst verlieren wir hier zu viel Leben. Nur ich sehe wirklich keinen Hebel. Aber ich werde mich jetzt mal ein bisschen erkundigen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder und dann weiß ich dann auch weiter. Also, bis dann, macht's gut, ciao.